Ja, meine Lieben, es geht weiter mit einem nächsten Video. Ich weiß, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Die letzten paar Tage ging es mir nicht so gut. Deswegen habe ich mir eine klitzekleine Auszeit genommen. Dafür habe ich heute für euch eine kleine Überraschung. Ja, und natürlich geht es heute wieder um einen Song. Ich bin ja Songwriter, das heißt, ich schreibe den ganzen Tag nur Songs. Schön wär's. Nein, so ist es nicht. Aber ich habe natürlich einen neuen Song geschrieben. Der Song ist allerdings schon, naja, circa 3 bis 4 Jahre alt. Ich kann mich jetzt gar nicht so genau erinnern. Ah, dazu habe ich mir heute überlegt, in diesem Video über diesen Song zu sprechen und euch ein bisschen zu erzählen, um was es denn so in diesem Song geht und wie der zustande gekommen ist. Ja, als allererstes, jeder von uns kennt das Gefühl, verliebt zu sein. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, es geht um Liebe. Ja, natürlich geht es um Liebe. Ich glaube, 99% aller Songs, die abgespielt werden oder die es überhaupt gibt, handeln von Liebe. Es gibt so viele verschiedene Arten von Liebe. Es gibt Liebe, die man zu seinen Eltern empfindet, Liebe, die man für seine Geschwister hat, Liebe, die man zu seinem Partner hat, Freunden hat. Ihr wisst, wie viele unterschiedliche Arten von Liebe und Zuneigung es gibt. Und in diesem Fall geht es auch um Liebe, nämlich um eine andere Art von Liebe, eine Liebe, die etwas schräg ist. Kann man das überhaupt als Liebe empfinden? Gute Frage. Schreibt mir das in die Kommentare. Denkt ihr, man kann sich so schnell verlieben? So von einer Sekunde auf die andere? Mir ist das zumindest passiert. Ich behaupte jetzt einmal, dass es eine Art von Liebe war, die ich empfunden habe. Keine Ahnung, was es tatsächlich war. Ich weiß nur, ich habe mich sehr mega angezogen gefühlt und ich hatte das Gefühl, dass wir eine Connection haben. Und das habe ich in diesem Song ausgedrückt. Ja, es geht darum, dass ich jemanden treffe, den ich vorher noch nie gesehen habe, noch nie getroffen habe, noch nicht wusste, dass dieser Mensch überhaupt existiert. Und ich beim ersten Anblick dieser Person sofort das Gefühl von einer gewissen Verbindung hatte. Ganz eigenartig, ist mir so auch noch nie zuvor passiert, hat mich dann doch ziemlich beschäftigt. Deswegen habe ich auch diesen Song geschrieben. Es ist wunderschön, dieses Gefühl, ich möchte es auf keinen Fall missen. Und es hat mich dazu gebracht, diesen wunderschönen Song zu schreiben. Und deshalb, ja, kann ich das nur positiv sehen. Mich würde interessieren, habt ihr auch schon mal so eine Erfahrung gemacht? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare, wie ist es euch dabei gegangen? Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr vielleicht auch einen Song darüber geschrieben? Ihr wisst ja, ich schreibe Lieder, weil das eine Art von Therapie für mich ist. Wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas brennt mir auf der Seele, irgendetwas liegt in meinem Magen, ich muss das loswerden, das kann ich so nicht stehen lassen, dann schreibe ich einen Song. Und genauso war es bei diesem hier auch. Ich dachte mir, einfach raus damit und schauen, was denn so in diesem Song passiert. Ja, und genau darum geht es in dem Song, dass ich diese Person kennengelernt habe, dass ich sofort das Gefühl hatte, wir kennen uns, da ist irgendetwas zwischen uns, aber in Wirklichkeit kennst du mich nicht und ich kenne dich nicht. Und das ist irgendwie total faszinierend, wie viele Facetten, emotionale Facetten das Leben eigentlich bietet. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, so viele Menschen, wie es hier auf der Erde gibt, so viele Möglichkeiten gibt, denn jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch hat ganz individuelle Gefühle. Wir wissen in Wirklichkeit nicht, was jemand anderes empfindet, aber mit der Musik und mit den Emotionen versuche ich ein bisschen das zu vermitteln, wie es mir gegangen ist, wie ich das empfunden habe. Ja, und in diesem Sinne ist eine wunderschöne Ballade daraus geworden. Ich dachte zuerst, naja, das ist halt so eine 0815 Ballade, nichts Besonderes daraus geworden. Wahrscheinlich werde ich die auch nie veröffentlichen. Und jetzt bin ich doch schon ziemlich froh, dass ich doch noch daran gearbeitet habe, denn ich habe es ganz minimalistisch gehalten, Klavier, Gesang und dann noch ein bisschen Chor dazu gegeben. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich liebe Chor, ich liebe es, Chor einzusingen, ich liebe es auch, irgendwo einen Chor einfach dazu zu singen. Das macht einfach so derbe Spaß. Und ist wirklich interessant, auch zu sehen, wie sich ein Song verändert,
mit und ohne Chor. In diesem Fall wurde dieser Song für mich zumindest ultra schön. So, meine Lieben, das war's auch schon für heute. Ja, richtig. Heute spiele ich euch den Song nicht direkt hier ab. Nein, denn jetzt kommt die Überraschung. Tada, der Song ist bereits auf Spotify erhältlich. Woohoo! Ja, ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen. Der Song ist ab heute online, in allen Plattformen, auf allen Plattformen. Hoffentlich. Falls ihr ihn irgendwo noch nicht finden könnt, kann es sein, dass sich das ein bisschen verzögert. Aber im Laufe der nächsten Tage sollte dieser Song überall erhältlich sein. Spotify, iTunes, Deezer, iHeartRadio, keine Ahnung. All diese Plattformen, dort könnt ihr meinen Song anhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr meinen Song denn so findet. Denn ich habe diesmal tatsächlich alles selber gemacht. Ich habe den Song geschrieben, ich habe den Song produziert und ich habe den Song sogar gemixt und gemastert. Ich bin also wirklich, wirklich sehr gespannt auf eure Meinung. Das war mein erstes Mastering und auch mein offizielles erstes Mixing. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut hinbekommen. Ich habe mir derbe viel Mühe gegeben. Ich habe es, weiß ich nicht, wie oft ich das verändert habe, damit es klanglich dorthin kommt, wie ich es mir vorstelle, damit es so professionell wie möglich klingt und ihr einfach Spaß habt beim Anhören. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Unten ist der Link in der Beschreibung. Bitte schaut doch auf Spotify oder iTunes oder Deezer oder iHeartRadio oder wo auch immer ihr Musik hören wollt und speichert meinen Song in eure Playlist. Empfehlt ihn gerne weiter, teilt ihn auf was auch immer ihr Bock habt. Ich freue mich über jede Unterstützung, jede Hilfe. Ja, und jetzt gibt's eigentlich nur noch viel Spaß beim Anhören. Bis zum nächsten Video.